Das letzte Ligaspiel war ja gegen Fürth, jetzt gegen Paderborn, komplett anderes Gesicht. Worin siehst du das denn begründet oder wie kommt das denn, dass der Auftritt so komplett anders war? Ja, für so eine Halbzeit gibt es erstmal überhaupt keine Erklärung. Das war einfach nur schlecht und ja, nicht zweitligareif. Woran es jetzt im Detail gearbeitet hat, das werden wir jetzt die Woche erarbeiten. Aber auf solche Situationen gibt es eigentlich nur eine Lösung. Mehr arbeiten, besser trainieren, um das eben dann auch wirklich ins Spiel zu übertragen und dann eben wirklich ja, sich gegen den Gegner stemmen und da 100% zu geben, weil du da, so hast du eine Chance, gegen den Zweitligisten eben zu gewinnen. Und wir wollen jetzt in Magdeburg absolut den Bock umstoßen. Du hast es gerade gesagt, gegen Magdeburg einen weiteren Aufsteiger, die werden wahrscheinlich vor eigenem Publikum ähnlich agieren. Was macht da Hoffnung, dass es anders wird? Ja, die lange Zeit, die gegen Fürth eben deutlich besser war, da haben wir gezeigt, dass wir es können. Das wollen wir jetzt definitiv auch am Samstag, aber das wird ein Abnutzungskampf und nach der Lehre, die wir gestern leider schmerzvoll erleben mussten, werden wir diesen Kampf auch absolut annehmen und dann dagegenhalten und dann die ersten Dreier holen für unsere Fans und für uns. Dankeschön. Perfekt. Ja, herzlich willkommen, Robert Leipertz. Du bist ein Freund der deutlichen Worte. Wie hast du das Spiel gestern erlebt? Ja, ich denke, jeder hat gesehen, dass wir gar nicht ins Spiel reingefunden haben, dass wir all das, was wir uns vorgenommen haben, nicht umsetzen konnten. Gefühlt eine gute Torchance hatten in der ersten Halbzeit und dann auch vollkommen zu Recht 2-0 in Rückstand geraten sind, schon vor der Pause. Nach der Pause war es leicht verbessert, aber immer noch weit davon entfernt, was wir eigentlich spielen wollen, haben dann ein bisschen umgestellt, lange Bälle gespielt, weil das Flachrausspiel hinten nicht funktioniert hat und sind dann noch durch den Freistoß von Sonny zurückgekommen, aber auch ohne den letzten Punch dann vielleicht auf das 2-2 zu gehen. Jetzt muss der Fokus so schnell wie möglich Richtung Magdeburg gehen. Weiterer Aufsteiger bereits am Samstag. Ist das jetzt ein Vorteil, dass das Spiel nicht so weit weg ist oder ist das eher ein Nachteil? Das Gute ist, wir haben keine Punkte verloren. Das Schlechte ist natürlich, wir haben wieder verloren. Aber ich finde es gut, dass es nicht so lange dauert bis zum nächsten Spiel, weil die Zeit, das Spiel ist jetzt auch mit heute, wenn wir heute nochmal darüber sprechen, dann auch abgehakt und das darf uns dann auch nicht weiter beschäftigen. Es ist eine Niederlage im Pokal, es ist ein schöner Wettbewerb, aus dem wir jetzt leider ausgeschieden sind, wo wir letztes Jahr weit gekommen sind und noch weiter hätten kommen können. Aber letzten Endes spielt es für die Liga keine Rolle und da ist wichtig, dass wir jetzt gegen Magdeburg dann den ersten Dreier einfahren, die selber auch noch keine drei Punkte eingefahren haben. Also wird in Magdeburg der FCI wieder eher wie gegen Fürth, wie gegen Paderborn spielen? Davon gehe ich doch schwer aus. Alles andere können wir mit uns auch nicht selber vereinbaren und ich glaube, das sind wir sowohl uns als auch unseren Fans schuldig. Ja, herzlich willkommen, Charlie Benchop. Erstmal alles, alles Gute zum Geburtstag. Heute ist er. Zum Glück nicht gestern. Das war gestern nicht so toll. Trotzdem auch eine schöne Seite. Du hast deinen ersten Einsatz für den FCI gehabt. Wie war es für dich? Ja, natürlich stehe ich hier mit ein bisschen gemischte Gefühlens. Ich freue mich natürlich sehr, dabei zu sein wieder. Und ja, leider hat das gestern nicht geklappt. Deswegen stehe ich hier mit gemischten Gefühlens. Aber freue mich natürlich riesig wieder mit der Mannschaft dabei zu sein. Jetzt kannst du wieder voll loslegen. Das wird in der Liga auch nötig sein. Mit dir haben wir jetzt eine weitere Option. Wie schaut's aus? Was erwartest du denn in Magdeburg gegen einen weiteren starken Aufsteiger? Ja, natürlich wird das kein einfaches Spiel, das weiß jeder. Ich glaube, wir müssen einfach umsetzen, was wir trainieren. Und momentan für uns zu reden, alles gut zu reden, das brauchen wir nicht. Und wir müssen einfach auf den Platz machen. Also Ergebnisse liefern? Ja, genau. Das ist, glaube ich, ganz wichtig jetzt, weil was ich schon vorher gesagt habe, wir trainieren gut und jeder kämpft voreinander. Aber wenn du das nicht auf den Platz bringst, dann wird das natürlich schwierig. Und sowieso gegen einen Magdeburg, die 200% motiviert gegen uns ist, wird das kein einfaches Spiel.